Peter Schiff. Wir verlieren diesmal alles, wenn die Blase platzt. Fed-Präsident Jay Powell sagt, dass sich das Drucken von viel Geld in der Vergangenheit negativ auf den Wert des Dollars ausgewirkt hat. Wenn Sie nun heute sagen, dass dies nicht mehr der Fall ist, dann ist das eine ziemlich lächerliche Aussage. Man könnte höchstens sagen, dass dies in den letzten Jahren noch nicht der Fall war. Wenn die US-Regierung jedem Bürger einen Scheck über 1 Million Dollar schickt, dann macht das nicht einfach alle reich. Wir könnten dann nämlich kaum noch etwas kaufen. Teure Sportwagen werden noch einmal um ein Vielfaches teurer, weil es einfach nicht genügend Sportwagen gibt, um die plötzlich gestiegene Nachfrage zu befriedigen. Die Preise würden überall steigen. Sie können nicht jeden zum Millionär machen, indem sie ihm 1 Million Dollar geben. Sie machen ihn zwar auf dem Papier zum Millionär, aber nun muss er Milliardär sein, um sich die Dinge kaufen zu können, die er vorher mit 1 Million hätte kaufen können. Millionär zu sein spielt dann keine Rolle mehr, weil jeder ein Millionär ist. Die Aussage, wir könnten einfach mal so viel Geld drucken, wie wir wollen, ohne dabei den Wert des Geldes zu zerstören, ist falsch. Wenn Sie Papiergeld drucken, schürfen Sie kein Gold. Wenn Sie Gold aus dem Boden schürfen, bringen Sie eine neue, wertvolle Ressource in den Wirtschaftskreislauf. Sie bringen ein Edelmetall, welches viele mögliche Verwendungszwecke hat. Die Welt ist hier in Ordnung, weil eine Ressource im Boden schlummerte, die jetzt verwendet werden kann. Aber wenn wir Geld drucken, generieren wir keinen Gegenwert. Wir haben genauso viele Werte in der Wirtschaft wie vor dem Drucken. Nichts kam dazu. Das frisch gedruckte Geld ermöglicht Ihnen lediglich, dieselben Waren und Dienstleistungen zu kaufen, die bereits produziert wurden. Und da diese Waren und Dienstleistungen bereits vorhanden sind, konkurriert mehr Geld um dieselben Waren und Dienstleistungen. Wichtig ist die Produktion. Wenn es nichts Neues zu kaufen gibt und Sie nur mehr Geld drucken, dann steigen logischerweise die Preise. Was wir brauchen, sind mehr Waren und nicht mehr Papiergeld. Und deshalb ist Pauls Aussage einfach nur dumm. Entweder es handelt sich hier um ein komplettes Missverständnis oder es mangelt an grundlegendem Basiswissen. Vielleicht lügt er auch einfach und denkt sich, dass es niemandem auffallen wird. Durch das Drucken und Verteilen von all diesem neuen Geld wiegen wir die Empfänger in einer falschen Sicherheit. Viele Amerikaner und auch Ausländer sparen momentan ihre Dollars in der Hoffnung, sie könnten sich in Zukunft tolle Sachen davon kaufen. Wenn sie wüssten, dass diese Dollars in Zukunft spürbar weniger wert sein werden, würden sie das Geld schnellstmöglich anlegen oder ausgeben. Und das wäre der Fed natürlich gar nicht recht, denn das würde die Krise beschleunigen. Ein großer Anteil der Arbeit der Fed ist die Öffentlichkeitsarbeit. Die Fed versucht, ein falsches Vertrauen in die US-Wirtschaft und den US-Dollar zu schaffen. Ich habe mir neulich ein interessantes Interview angeschaut mit dem ehemaligen Fed-Präsidenten Ben Bernanke. Der Moderator Motley Fool spielte Videoclips aus den Jahren 2005 und 2006 ein, in denen Bernanke behauptete, alles ist großartig, es gibt nichts zu befürchten, wir haben keine Immobilienblase und wir werden keine Rezession haben. Dann fragte der Moderator, und wie fühlt es sich an, so falsch gelegen zu haben? Die Lage war eindeutig, wir hatten eine Blase, sie platzte 2008. Die Rezession wurde nicht, wie von Ihnen behauptet, vermieden, sondern wir haben 2008 und 2009 die schlimmste Rezession seit der großen Depression in den 1930er Jahren. Bernanke hätte nicht falscher liegen können. Als Präsident der US-amerikanischen Bundesbank verfügte er zum Zeitpunkt seiner Aussagen über weit mehr Informationen als jeder andere. Aber anstatt zu sagen, ja, zurückblickend fühle ich mich jetzt nicht wohl mit meinen damaligen Aussagen, antwortete Bernanke dem Moderator, ich wurde missverstanden. Ich habe nur versucht, allen zu versichern, dass alle Eventualitäten bekannt seien und es nichts zu befürchten gab. Ich war Teil der Verwaltung, also war alles in Ordnung. Um das mal verständlich zu machen, Bernanke meinte eigentlich das hier. Ich konnte nicht gerade heraus die Wahrheit sagen, weil ich ein Mitglied der Verwaltung war. Sie dürfen leider nicht alles glauben, was ein Fed-Präsident sagt. Diese Fed-Leute betreiben meiner Meinung nach nur pure Propaganda. Die Fed ist der Meinung, dass Vertrauen sehr wichtig ist.
Sie wollen dieses Vertrauen auf keinen Fall erschüttern. Im Gegenteil, sie versuchen, sobald sie merken, dass das Vertrauen in ihren Laden etwas nachlässt, dem sofort entgegenzuwirken. Und schon hört man sie wieder reden, wie großartig alles wieder ist und wie super alles wieder läuft, selbst wenn sie am Horizont besser als jeder andere eine Rezession sehen, die den Zusammenbruch des Dollars zur Folge haben könnte. Die Fed ist der Meinung, dass schon allein die Warnung vor einer Rezession eben diesen Dollarzusammenbruch verursacht. Ich denke, in Wahrheit sind auch Sie sehr besorgt. Sie wollen den Ausbruch der Krise eigentlich nur verlangsamen, indem Sie einen Ponyhof vorgaukeln. Sie denken, es wäre das Beste, alles dazu zu bringen, sich keine Sorgen zu machen und dann zu hoffen, dass es irgendwie besser läuft als erwartet und wir alle mit einem blauen Auge davonkommen. Ich persönlich glaube generell nie etwas von dem, was die Fed behauptet. Ich glaube auch nicht, was Politiker sagen. Und an die Neutralität und Unabhängigkeit der Fed glaube ich schon gar nicht. Die tun nur so, als wären sie unabhängig, aber das ist ein Teil des Bluffs, um das Vertrauen in den Dollar zu erhalten. Eines wissen diese ach so unabhängigen Zentralbanker ganz genau. Ihre Maßnahmen werden die Preise klettern lassen. Sie werden die Regierung zwingen, Ausgaben zu kürzen. Sie werden Unternehmen in die Insolvenz zwingen. Sie werden die Immobilienpreise zum Absturz bringen. Und sie werden sich nicht um Politik kümmern, wenn sie den Dollar bewahren wollen. Ich denke, sinnvolle Politik ist der Fed genauso unwichtig wie den gewählten Politikern.